sieht, hab ich mich erschrocken. Alter, fahr doch nicht so schnell und ohne Helm. Ein paar Sekunden später. Dafür. Den hole ich mir. Oh. Fahren Sie rechts ran da vorne. Moin Leute, heute spielen wir wieder GTA 5 LSPDFA. Heute wieder in NRW unterwegs mit dem Wagen von DFL Modding. In einer doch recht regnerischen Streife. Mal schauen, was uns so erwartet. Wenn es euch gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dieses Video liken könntet. Und falls ihr es noch nicht getan habt, natürlich auch zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ist ein echt schöner Wagen. Also wenn ihr ihn downloaden wollt, gibt es auch auf LSPDFA, wenn ich es vergessen sollte, den Link unter das Video zu packen. Aber sollte eigentlich da sein. Würde ich sagen, beginne ich jetzt mal meine Streife. So, da haben wir schon einen Einsatz, und zwar einen illegalen Camper, und da fahren wir natürlich jetzt mal hin. Wer auch immer um 5 Uhr nachts die Polizei ruft wegen dem Camper, aber okay, wenn man Zeit hat und Bock hat anzurufen. Ich muss sowieso arbeiten, also dann kann auch sowas kommen. Sorry, einem aus dem Weg. Ja, ich kann nicht fahren, sorry. Boah, das Gewitter ist schon krass. Muss man mal so sagen. Aufpassen, die Polizei. Oh, hier links. Ah. Oh Gott, nicht drehen. Schon ganz dreckig jetzt das Auto hier vom Offroad fahren. Da hätte ich rüberspringen können, aber nee, ich soll ja sicher fahren. Ich bin ja Vorbild, ich bin ja die Polizei. Ich würde sagen, mach ich mal das Blaulicht aus, bevor die Person noch mich kommen sieht. Hab ich mich erschrocken. Alter, fahr doch nicht so schnell und ohne Helm. Meine Güte. Ach, sitzt im Fahrzeug scheinbar auch. So. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, was machen Sie denn hier? Ja, mir geht's gut. Was ist Ihr Problem? Es ist gegen dieses Gesetz zu campen an dieser Location. Ja, weiß ich. Nein, ist nicht. Digga, bin ich dumm? Ja, genau, kommen Sie mal raus. Geben Sie mal bitte Ihren Ausweis. Ich würde Sie gerne mal überprüfen. Na? Darf scheinbar nicht mehr fahren. Wie heißt der, liebe Herr? Josh Hamilton mit Doppel-M. Ich bin gut. Ah, ich hab einen Hashtag dahinter gepackt. Alter, bin ich. Wenn man Enter drücken will und sich verdrückt. Gut. Josh Hamilton. Jetzt aber. Ja, gut. License is valid. Passt. 45 PLA 347. Austin Whittington. Ah, das ist also nicht ihr Fahrzeug. Ich werde mal gucken, ob da lautes, lallendes Sprachverhalten. Ich glaube, der hat getrunken. Da werde ich mal schnell im Polizeicomputer gucken. Hoffentlich geht's jetzt. Austin hat nichts. Journey. Passt alles. Gut. Dann werde ich doch mal einen Alkoholtest bei dem Herrn machen. Guten Tag. Oder. Haben Sie was getrunken? Ein Bier am Tag ist gesund. Haben Sie Drogen genommen? Ich bin anständig, junger Mann. Ja, da. Perfekt. Haben Sie irgendwelche illegalen Gegenstände? Ey, ganz vergessen. Haben Sie jetzt was? Was machen Sie denn hier? Ich trete die Insekten der Gegend platt. Okay. Wo kommen Sie denn? Von Penny. Und wohin geht des Weges? Ich will nach Hause. Kommen Sie aus der Gegend? Ja, ich wohne hier im Trappenkamper Straße. Liegt gegen Sie ein Haftbefehl vor? Verdammt,
Nö, tut's nicht. Ich würde Sie bitten, hier einen Alkoholtest zu machen. Oder was ich hier gerade mache. Achso, ich mache das komische Test. Mit dem Stift. Nicht bestanden. Gut, dann können Sie Atemalkoholtest, bitte. Ist zu hoch, das Auto ist schon mal stillgelegt und wegen den Drogen, da habe ich mache ich trotzdem noch mal einen Test. Boosten bitte. Gut, da ist alles okay. Haben Sie illegale Gegenstände bei sich? Ich habe ja schon gefragt, ich werde sie einmal durchsuchen. Kugelschreiber, Opel Corsa, als Alkohol. Golden, ja, ich kann mir nicht lesen. Gut, Sie dürfen zu Fuß weitergehen. Das Fahrzeug wird hier per Versicherung weggebracht. Dafür, den hole ich mir. Oh. Fahren Sie rechts ran da vorne. Rechts ranfahren. Wenn Sie das mit rechts ranfahren meinen, okay. Guten Tag, alle Ihre Dokumente bitte. Joseph, gut, werde ich sie einmal überprüfen. Joseph, Desiree. Ist alles okay? Ist Kennzeichen 23 UK W. Ich muss einmal das drücken. 201. Perfekt. 2 Sekunden bitte. Warte, 40 Versicherung. Fahren haben Sie gelernt, oder? Ich glaube nicht, aber. Da ist alles okay. Fahrzeugdatenbank. Ist auch alles okay. Aber der kriegt ja jetzt hier. Erstmal werde ich ihn nochmal schnell fragen. So, der Herr. Haben Sie was getrunken? Eine Flasche Flens. Ja, okay. Haben Sie irgendwelche Betäubungsmittel genommen? Heutzutage kifft eh jeder. Ja, okay, gut, dann machen wir gleich mal einen Test. Von wo kommen Sie denn gerade? Von Edeka. Und wohin geht's? Wo geht es zur Andrea Bergallee? Woher soll ich denn das wissen? Warum haben Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung gemacht? Weil ich hab gar. Ich hab Spaß, ich geb Gas. Und, wieso tragen Sie denn keinen Helm? Warum hast du keine Maske auf und warum liegt hier kein Stroh? Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht. So, bitte einmal pusten. Null Komma null, aber wegen den Drogen, da machen wir auch noch mal was, ne? Ah, perfekt. Sie sagen zu mir, sie heute kifft jeder und dann haben sie nicht mal selber Drogen genommen. Das kann ja nicht angehen. Gut, dann kriegt der Herr jetzt. Dann nenne ich das jetzt mal Fahrrad, wenn es das andere nicht gibt. Und dann. Unter 15 km/h. Gibt es das hier zufälligerweise irgendwo? Rücksichtslose Gefährdung. Gut, dann kriegt der Herr das hier eingetragen. Und dann kann er sich das auch gleich mal. Ja, hier bitte schön die Rechnung: 695. Die zahlen Sie bitte in den nächsten 2 Wochen. So, dürfen mit Verwarnung weiterfahren. Ziehen Sie den Helm an. Schönen Tag noch. Dann lassen wir den mal fahren. Dann würde ich sagen, drehe ich mal um. Fahre da hinten auf die Autobahn. So, dann fahre ich hier drunter noch lang. Einmal auf die Autobahn auffahren. Mal gucken. Ich würde sagen, ich gehe mal schnell noch blitzen. Dann stelle ich hier mal die Blitzer auf. Schön offensichtlich, dann fahren sie vielleicht auch alle schnell. Soeben kamen mehrere Berichte rein über einen möglichen 480 bei der Davis-Warzförderstätte beim Steinbruch. Code 3, Sonderzeichen und Sonderfahrten.
So, wie wir gerade schon gehört haben, haben wir scheinbar einen Unfall und hier geht's natürlich hin. Ganz schön bergig hier in den Bergen. Die Straßen sind nicht gerade schön. Oh, knapp. Oh, Sprung. Und verlenkt. Oh. Ah, meine Güte. Aus dem Weg bitte. Die Polizei. Ihr Freund und Helfer. Mit 180 in der 100er-Zone. Da vorne ist der Unfall. Nee, stopp. Polizei, hören Sie auf. Aufhören, aufhören. Heben Sie die Hände hoch. Aufhören. Hände auf den Rücken. Sie werden nicht wegfahren. Ich muss den festnehmen, sonst steht er nämlich wieder auf. Hallo, Fahrerflucht, hallo. Ich brauche hier mal eine weitere Streife auf die Schnelle. Den holen wir uns. Der fährt einfach weg. Begeht Fahrerflucht. Prügelt sich und begeht Fahrerflucht. Ah, Hilfe. War das der? Aus dem Fahrzeug. Das war der doch gar nicht, oder? Waren sie das? Ne, schau mal, das waren sie. Wo ist der hin? So, kommen Sie mal her. Der Herr, was war denn das? Unfall und dann prügeln Sie sich, oder wie? Das können Sie nicht machen, ne? Das wissen Sie schon. So, haben Sie was getrunken? Ich trinke keinen Alk mehr. Ja, okay. Haben Sie Betäubungsmittel konsumiert? Ich habe meinen Kumpel verloren. Ja, okay. Gucken Sie mal bitte, ob Sie denen hier helfen müssen. Was machen Sie denn hier? Ich scoute ein paar... Perfekt, zu schnell weg. Von wo kommen Sie denn gerade? Sag ich nicht. Wohin des Weges? Muss einen Umweg fahren nach Bollersfelde. Liegt gegen Sie ein Haftbefehl vor? Gucken Sie es doch nach. Ja, mache ich auch. Bitte einmal Ihre Personalien. Und hat schon Haftbefehl. Gut, dann. Kollege, darf Sie bitte durchsuchen? So, Streichhölzer, verzinkte Stahlkappe für elektrische Masten. Funkjammer, okay, CD von Harris und Ford. Gut, der Herr, dann werde ich Sie mal greifen. Werde ich Sie mal in mein Fahrzeug packen. Sie brauchen ja scheinbar keine ärztliche Hilfe. Werden Sie mit aufs Kommissariat kommen? Gut, die Mediziner können schon mal nicht fahren. Vielen Dank für eure Hilfe, Kollegen. Können wir da gehen? Das Fahrzeug hier wird einmal durchsucht. Gasmaske, ein Ordner mit BKA-Dokumenten. Ein Hammer. Wer bist du denn? Willst du nicht gehen? Ich bräuchte einen Abschleppdienst. Kannst gehen, Kollege, ne? Oder auch nicht. Soll ich dich mitnehmen? Ah, der Kollege möchte scheinbar mit. So, Fahrzeug ist aufgeladen. Dann werden wir mal Richtung Kommissariat fahren. Dann müssen wir einmal hier parken. So, der Herr, dann kommen Sie bitte mit. Die Türe ganz so. Abschließen. Dann werde ich noch schnell eintragen, dass ich sie hergebracht habe. Dann wird gleich ein Kollege kommen und sie übernehmen. So. Tipp. Tab. So, geschrieben. So, der Herr, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt. Sie brauchen nicht unbedingt so gegen die Wand gucken, ne? Sie können sich auch hier frei in Ihrer Zelle bewegen. Ich wünsche Ihnen Aufenthalt und nächstes Mal denken Sie einfach nach, bevor Sie was machen, ne? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. So, da sind wir jetzt auch schon draußen. Der Kollege ist auch gekommen.
hatte gerade scheinbar Dienstbeginn, nur Problematik. Ich habe nämlich jetzt Dienstende. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, ne? Genau. Abo wäre auch nicht schlecht und aktiviert die Glocke. Kollege sagt auch noch Tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.